Ja. Und nochmal. Du bist ja wirklich am Hang mit dem Vieh. Ich krabbeln. Jetzt was? Nicht. Ups. Ja, Dachte, es wäre ein Ding weiter unten. Sorry. Nein, das war nicht B, war C. Stehen direkt in der Nase. Nee, das kann doch passieren. Ach so, stimmt. Macht Sinn. So, warte. Wo ist das? Ich kann das nicht sehen. Noch weiter unten? Ja. Ja. Hoffentlich hält das. Naja. Egal. Ja, jetzt hält es nicht mehr. Gut. Schutz. Wo ist denn der Rest? Alle tot. Isaac Clark hat den Rest erschossen. Dann fordert Verstärkung an! Aber wie sollen sie uns erreichen? Wir können die Lüftungssysteme von hier aus öffnen. Mach deinen Weg frei für die Landungsschiffe. Sofort! Ja. Verdammt! Es wäre besser, wir finden ihn, bevor die Verstärkung kommt. Los! Alle mitnehmen. Taulampe. Mach die Tür ist auf, jo. Gut, das Bench ist auch an, aber brauchen wir glaube ich nicht, oder? Auch um das ganze Zeug abzuliefern. Ja, Wanderrahmen und so. Artefakt. Oh, ich glaube, das reicht zu langsam, wa? Ja. Ja, das sind es halt erst 3 Minuten. Ein Abstieg noch? Oder ist es wirklich schon so essig? Wir hatten halt jetzt gerade einen Speicherpunkt. Ja, stimmt. Dann schnipsel ich das irgendwie zusammen. Jo. Ciao. Ciao. Hi, hallo. Hi. Ah, fuck. Servus. Verdammt. Nope. Hab ich gesehen. Ich weiß nicht, ob wir ihn schon aktiviert hatten, aber jetzt ist er etwas aktiviert. Jetzt funktionieren die Bandschnitten auch wieder. Ah, stimmt. Ah, wir brauchten ja nicht wirklich was, glaube ich. Hast du Medipacks? Nee, weil ich mache mir jetzt noch weg. Ja, ich habe wieder viele kleine. Das hätten wir vielleicht voll auf meinem Bauch sollen. Egal. Schad ja nicht. Länger kriege ich mehr Geld dafür. Du kriegst doch gar kein Geld dafür, ey. Richtig. Ach, gute Güte. Haben wir noch? Nö, haben wir eh nicht. Oder? Ah, wohl. Wo könnte... Das ist... teurer Deklip. Na komm, mach ich ein kleines noch. Damit bin ich jetzt out of the Martgale. Yay.
Yay. Wie viel hast du noch? Aus Somatge. Warte. Mal gucken. Ich habe 1800. Hab ich auf einmal so wenig? So viel mehr Schaden hast du, hab ich eigentlich gar nicht genommen. I don't know. Nee, du Noob. Steht auch drüber. I don't know. Ach so. Noob. Kam wie du Noob rüber. Ja, wir haben ja schon geklärt, heute ist irgendwie der Abend der schlechten Kommunikation. Ja. Oh ja. Das könnte interessant werden. Weil es ja jetzt doch schon so gegen Ende ist, solltest du vielleicht auch nochmal über deine Platinen so kurz drüber schauen. Ja. Weil wir haben da anscheinend sau viel bekommen. Haben wir und nie verwendet, eben. Weil genau. Wir nie neue Waffen hergestellt haben. Ja, Platinen kannst du ja auch austauschen. Ja, ich weiß. Was ist denn das? Plus 2, plus 1, plus 1, plus 1. Deswegen dachte ich mir, ja, machen wir das mal, ne? Ein bisschen. Jo. Da hatten wir noch nichts mehr. Nachladen und Quick. Sieht doch schon mal recht gut aus. Habe ich noch Feuerrad? Ja, die kann man ja auch herstellen, genau. Ja, ist halt überhaupt, ob sich das lohnt, ne? Ja, so ein Feuerrate-Ding mit noch mehr Schaden oder so, das ist schon nicht schlecht, ne? Aber vielleicht ein bisschen Nachladen mit rein. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile 691 Wolfram und kann es nicht benutzen. Hier nochmal ein bisschen Schaden rein. Ja, ja, modifizier mal. Wo macht man sich denn die Platinen? Da im gleichen Menü. Da kannst du dann so auswählen und dann kannst du neue Platine herstellen. Okay. Feuerrate. Nehmen wir mal noch Nachladen mit rein. Feuerrate, ja. Das kostet ja nix. Ist wundervoll. Plus Feuerrate. Ja, das kostet echt nix. Dann sind unsere Waffen endlich mal gebieft ab und so. Gebieft ab? Ja, voll gut deutsch und so. Ja. Ne? Und nicht. Clip. Zwei Schaden, ein Clip. Nee, ich will zwei Clip. Feuerwarte, noch nicht. Schraub, schraub, schraub. Schaden, ein Clip. Bei Nachladen Schaden. Feuerwarte. Nachladen. Und nochmal. Vielleicht Clip. Clip und Feuerwarte. Ja. Ja, jetzt haben bei mir alle Dreierplatinen drin. Okay, ich brauche noch einen Moment. Dann noch Lohn. Feuerwarte. Lohnt sich gar nicht mehr. Was denn wie? Nachladen bei diesen Mini-Tools, die laden eh schon auf maximaler Geschwindigkeit hoch. Nach. Bei mir nicht, aber okay. Ja, zum Beispiel diese. Ja, stimmt. Okay, stimmt, ich hab da unten ziemlich viel.
Voll. So. Der sieht gut aus. Denke ich. So, damit haben wir gerade 6,5 Minuten mit Bauen verbracht. Ah ja, das geht schon noch ein bisschen länger, ne? Ja, bei dir sowieso. Ja, ich würde es ja jetzt natürlich ultramäßig extrem verfeinern, aber darf ja nicht. Ah, darfst du zwischen den Aufnahmen, aber da es keine weitere Aufnahme mehr geben wird, wie wir uns ja entschlossen haben, darfst du es nicht. Da hast du recht. Ja, naja, egal. Sie sind ziemlich gut. Auch interessant, wie die Leute da unten im Auto wirklich auf uns warten. Echt? Ja, die haben wir ja verfolgt, du erinnerst dich vielleicht, letzte Woche. Mhm. Ich erinnere mich noch, ja. Habe ich hier eigentlich für Waffen? Ja, genau, und... Ah. Textlock, die keinen interessiert. Medipack, ja, ne? Verwischte Schrift. Was? Wie wechselt man nochmal Waffe? Mit 1 und 2. Ja. Ja, ich verdräng sowas. Ist mir aufgefallen. Hier ist ein Depot, oder? Oh. Oder? Nee, hä? Wo steckst du? Draußen wieder. Aber das versteckt sich in dem Teil hier. Zeig genau hier rein. Ah. Ja, dann ist es hier drunter. Wahrscheinlich. Okay. Mhm. Gehen wir weiter. So, was tun wir hier nun? Ich öffne. Möglicherweise oder auch nicht. Hallo. Der missgestaltete Mond im Orbit. Er steuert die Marker. Er ist das Endstadium der Kreaturen. Oder könnte es werden? Die Bewohner dieses Planeten konstruierten eine Maschine, die den Mond in der Entstehung festfror. Aber das reichte nicht. Auch halbfertig kommuniziert das Signal des Mondes mit den Markern zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt inmitten aller Sterne ein Netzwerk aus Geschwistermonden. Jeder Vervollständigte vernetzt sich damit und macht sie auf sich aufmerksam. Vervollständigt sich dieser, kommen seine Brüder auf der Suche nach Nahrung. Aber es gibt Hoffnung. Die Konfiguration der Maschine wurde nie beendet. Sie sollte den Mond nicht einfrieren, sie sollte ihn zerstören. Sie brauchen den Kodex. Als Schlüssel die Maschine zu entsperren und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und beenden Sie diesen Albtraum. Aha. Oh, Dr. Serrano. Oh, ein Spiel. Carver, haben Sie das gehört? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur richtig konfiguriert werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Kodex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Ich weiß es nicht. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Yes. Hä? Okay, ich hab bald alle durch. Sieht da nicht irgendwo was an der Wand? Ich guck grad. Egal. Das ist seltsam, aber gut. Oh. Ja, das ist eine Drehtür. Wie kommst du denn da rauf? Weil sie ein Drehgelenk hat. Oh. Oi, toll. Mach bumm. Mein Gott. Ah. Heilige Scheiße. Grünes Licht. Das muss das Zentrum sein. Und das muss die Maschine sein. Ja, dann mal an die Arbeit, was? Ja. Ja. An die Arbeit.
versprechen Sie mir bitte was. Wenn ich auf der Strecke bleibe, bringen Sie es zu Ende, ja? Wir bringen es zu Ende, Carver. Sie und ich. Ja, aber wenn ich nicht... Ja. Ich habe uns hierher gebracht. Das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Für... Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie ruiniert. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Ja. Yeah. Hey. Tut mir echt leid wegen Ellie. Mir auch. Mir auch. Hier lang! Schafft das Geröll zur Seite! Hey, da ist Danny. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, oder? Und jetzt holen wir uns den Codex. Auf geht's. Ja. Erstmal sammeln. Erstmal sammeln, richtig. So, wir müssen da lang. Also gehen wir nicht da lang. Oh, da kommt man nicht weiter. Licht ausschießen. Oh. Okay. Was denn? Flieg 50 Meter in die Luft. Hä? Ja, das Licht, das was ich angeschossen habe. Einfach so in die Luft geflogen. Die kann man jetzt abschießen? Okay. Echt? Ja. Danik, Sie müssen damit aufhören. Isaac, sind Sie das? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Danik, wissen Sie von dem Mond? Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, schätze ich. Er ist lebendig, Danik. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen wird? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik, hören Sie mir zu. Danik, hören Sie mich. Ich hab hier irgendeine Ader. Zur Hölle bist du? Ja, hier ist ein Receptacle dafür. Da und die Lampe meinte ich, wenn man die abschießt. Pass auf. Siehst du? Ah, okay, warte. So. Bam! Hä? Hast du es gesehen? Nee, dann bewegst du mir gar nichts. Echt? Ah. Echt? Okay. Dann ist es Kleinzeit. Ach, das ist eine Bombe! Oh Gott! Was? Ja. Vorsicht, da geht ein Counter. Cool. Es ist dunkel. Und es ist grün. Etwas, ja. Oh. Isaac, da ist er! Danik! Er schießt sie! Nö. Ach, kämpfst du wirklich? Okay. Ja, ich hab da halt ein bisschen runtergeballert. So, Spaß halt, ne? Ui, flieg, Ragdoll. Ah, da ist noch so ein Bombending. Das darfst du machen. Gut, wo setze ich das denn hin? Das ist hier unten. Da. Ja, so geht's nicht. Ist das nicht so, wenn man mit Sprengstoff spielt? Nee. Schade. Oh, okay. Ja. Aber wir brauchen noch eine Bombe. Isaac, er entkommt! Warten Sie! Ich habe einen Plan! Falsche Richtung. Orientierung. Ich habe schon die Bombe. Jetzt nehmen wir gleich schon eine dritte, bitte. Was? Okay, doch nicht. Wie schnell explodiert? Rolli, Rolli, Rolli. Isaac! Wessen Scheißplan war das eigentlich?
Gebt ihn mir! Hier! Yeah. Scheiße, sind sie schwer! Gott, Isaac, sie rutschen ab! Isaac! Nein! Doch! Gut, also... Oh, ist das ein Marker? Das ist ein Marker. Da sind ganz schön viele. Ja. Da ist ja jede Rasse baut ja irgendwie so... Boah! Nach. Riesenvieh! Warte mal. Hä? Boah! Ja, jetzt ist tot, oder? Ja. Jetzt. Und trampeln. Shit, fuck, stirb. Und noch eins. Hi. Bam, weg. Kling, kling. Ja, ist nichts. Das ist irgendein Teil? Ah, gehen wir mal. Ja, wir sollen in die Gegenrichtung, also hier. Ein Kurzschluss. Zu den Ausgrabungsteams gehörten einige unserer klügsten. Ich glaube, das ist eine Nebenmission, oder? Was mit ihnen hier unten passiert? Werden wir sehen. Nein, nicht einmal. Abschreckendes Beispiel. Was hat sie zu einem solchen extremen Verhalten getrieben? Zu solcher Verderbtheit und... Ich schau mal hinter. Ich habe ihre Leichen im Auffangraum beschlagnahmt. Dort doch, ist eine Nebenmission. Nicht nur hinsichtlich ihres Ablebens, sondern auch bezüglich des Artefakts, das sie in den Tiefen entdeckten. Wollen wir die machen? Nö, das ist eine normale Nebenmission. Danke. Kein Ding. Nee, wie gesagt, die Paramission hätte ich gern noch gemacht, aber naja, gut, egal. Okay, da kannst du mal mit dem Ding rumspielen. Den, ja. Ich schmeiß dir dabei noch ein Ding an die Füße. Lieber nicht. Doch. So, Moment, zwei Bobfahrer, ein Kerl an der Decke und ein Schuh. Ach, der stand da. Oder wie? Nee. Ja. Ne? Wo? Wo steht denn das? Ach, da! Ja. Ah, okay. Okay. Geh auf! Panzi! Aha. Oh! What? Cool! Was war das nochmal? Shift, Alt, Alt. Alt? Alt. Oh. Natürlich cool. Zum Fliegen, jo. Hui! Oh. Wohin? Na, ich komme echt durch. Oh, wo sind da Gegner? So ach, geht's da! Hier hoch. Ah, hier. Ist so ein. Okay, wir müssen. Was? Da, was? Da. Da. Drück am besten dann einfach B. Oh, ich muss mal zu Boden gehen, ey. Ist ja schrecklich. Da lang, hier lang, da. Ah, drumherum durch. Und hier hoch und da. Schwer durch ist ja schön, aber man kann hier so überhaupt nicht von steuern. Ha. Hilfe, Kamera, hör auf. Okay. Bobfahrer. Dann nach unten und das ist verkriegselt. Ja, mal das da. Wo steckst du? Oh. Drück B. Jetzt. Ja, gut. Jetzt
hier durch den Schlitz durch, oder? Da. Noch? Ach, okay. Hier oben geht's weiter. Mhm. Ja, gut. Na, halt, nicht Windows-Taste. So, wo gehst du? Schwerelosigkeit deaktiviert. Was nochmal so ein Schwerefeld? Nee, das ist ein anderes. Irgendwas anderes hier. Da ja. Oh Gott, was zum. Diese Scheiben auf dem Boden. Sie verbessern unsere TK-Kapazität. Danke für die Warnung. Was ist mit Stase? Was soll damit sein? Cool. Glauben Sie, sie wird auch verstärkt? Probieren Sie es aus und geben Sie mir Bescheid. Telekinese war nochmal, was? Wow, F. Ah, ja. Also auf jeden Fall schaut der Blitz krasser aus. Ah, cool. Da kann man das von da hinten auch holen. Ah. Ja, krass. Das war sauber weit weg. Geiles Teil. Ich hab's nicht gesehen. Aber gut. Anzugstation. Haben wir was Neues? Eher Gegner. Nein, haben wir nicht. Oh, kann man aufheben. Was hinter? Du kannst ja aufheben, wenn sie noch leben, habe ich halt gesehen, glaube ich. Nee. Bloß wenn sie tot sind. Ach so. Böse. Dark. Ich will mal doch nach oben schauen. Wo oben? Ah, da ist nochmal so eine Plattform. In Orientierungsloss. Aber die ist gelb. Hm. Ah, vielleicht. Sieht wahrscheinlich aus. Und verpickt ist es auch. Müssen wir wahrscheinlich noch anmachen, da oben oder so, beim Fahrstuhl. Aus Kraggeln dafür nackte Viecher hoch. Sind die nicht alle nackt? Da hab ich was verpasst. Warte, erstmal kurz hier. Den ja, da, nee, diese riesen Steine, die wie Steine aussehen. Nein, ich pack kurz den ganzen Schrott in die Bank. Ach, wir haben eine Bank. Ja, wir haben eine Bank. Sehr gut. Klonk. Stein, ja. Das passt. Sieht aus wie Rosetta in groß, also werden es wahrscheinlich die Aliens sein, irgendwelche Statuen oder so. Mhm. Okay. Go! Whoa.